In diesem Video geht es um die Dependenztheorie und die Modernisierungstheorie als zwei unterschiedliche Ansätze, mithilfe derer die geringere wirtschaftliche Entwicklung in Entwicklungsländern erklärt werden soll. Aber auch den Geodeterminismus als weiteren Erklärungsansatz werden wir uns anschauen. Sämtliche weitere Videos zum Thema globale Disparitäten, Entwicklungsindikatoren wie der HDI, Merkmale von Entwicklungsländern, eine Probeklausur zu diesem Thema, findet ihr in der Playlist, die ich an dieser Stelle mal verlinke. Es geht also um eine geringere wirtschaftliche Entwicklung in einigen Staaten dieser Welt, die sich zweifelsohne anhand verschiedener Indikatoren messen lässt, wie zum Beispiel durch ein geringeres Bruttonationaleinkommen oder einem hohen Anteil an Arbeitslosen. Im Kontext der beiden Theorien wird dabei häufig von Ursachen für Unterentwicklung gesprochen. Ein Begriff, den auch ich nachfolgend immer mal wieder benutzen werde, auch wenn dieser durchaus kritisch gesehen wird von einigen Fachleuten. Wie kommt man auf den Begriff Unterentwicklung und wie lässt er sich definieren? Ist eine in Subsistenz lebende Landbevölkerung, die also nur mit einfachsten Produktionsmitteln ihre eigene Ernährung sichert und sich selbst versorgt, wirklich unterentwickelt? Oder vielleicht einfach anders strukturiert? Wäre es je nach Standpunkt nicht auch legitim zu fragen, ob einige Länder des Westens mit ihrem Lebensstil überentwickelt sind? Wie gesagt, bei manchen Begriffen, ich verwende sie auch, bedarf es durchaus einer kritischen Auseinandersetzung, die in Schulbüchern leider fehlt. Zurück zu den Theorien. Entwicklungstheorien lassen sich in endogene und exogene Theorien unterteilen. Exogene Theorien gehen davon aus, dass die Ursachen des niedrigen Entwicklungsstandes außerhalb der Entwicklungsländer liegt. Exogen heißt von außen. Während nach endogenen Theorien die Ursachen bei den Ländern selbst liegen. Die Modernisierungstheorie ist eine solche Theorie, die den niedrigen Entwicklungsstand in endogenen Ursachen und damit mit Problemen in dem jeweiligen Land sucht. Ein Land ist demnach selbstverantwortlich für die Entwicklungsdefizite. Unterentwicklung wird als Rückständigkeit aufgefasst. Entwicklungsländer machen theoretisch eine ähnliche Entwicklung wie die Industrieländer durch, allerdings sind sie den Industrieländern in ihrer Entwicklung eben zurück. Es wird davon ausgegangen, dass alle Länder sich allmählich von einer Agrargesellschaft zu einer Industrie- und Dienstleistungsgesellschaft entwickeln. Während die Industrieländer diese Entwicklung schon vollzogen haben, muss die Industrialisierung in Entwicklungsländern noch geschehen. Weil in solch traditionellen Gesellschaften, auch kein unproblematischer Begriff, der Agrarsektor, die Landwirtschaft, prägend ist, die Produktivität nur sehr gering ist und auch eine starre gesellschaftliche Struktur charakteristisch ist, ist die zentrale These der Theorie, dass Entwicklung, gleichzusetzen mit Modernisierung, dann stattfinden kann, wenn die traditionellen Strukturen der Gesellschaften aufgebrochen werden. Mit externer Hilfe in Form von einem großen Kapitalinput, einem sogenannten Big Push, kann Entwicklung in Form eines Modernisierungsprozesses vorangetrieben werden. Eine Entwicklungsstrategie, die als nachholende Entwicklung bezeichnet wird. Im Kontrast zur Modernisierungstheorie geht die Dependenztheorie davon aus, dass es vor allem ehemalige koloniale Abhängigkeitsstrukturen sind, als exogene Faktoren, die die Unterentwicklung verursachen. Damit sind also nicht die Entwicklungsländer selbst verantwortlich für ihre Rückständigkeit. Die Auswirkungen des früheren Kolonialismus wie Fremdbestimmungen und Abhängigkeiten reichen dabei bis heute. Die bis in die Gegenwart reichende Machtausübung von weiterentwickelten Ländern hält die weniger entwickelten Ländern weiterhin arm. Vor allem durch ungleiche Handelsbedingungen manifestiert sich strukturelle Abhängigkeit. Entwicklungsländer kennzeichnen sich dadurch aus, dass sie Rohstoffe und landwirtschaftliche Erzeugnisse in Industrieländer exportieren, von diesen Ländern Industrieprodukte importieren. Weil die Preise für hochwertige Industrieprodukte stärker steigen als die Preise von Rohstoffen, verschlechtern sich die Austauschbedingungen, die Terms of Trade. Es kommt zur Verschuldung. Für den Wert eines bestimmten Industrieproduktes muss jetzt nicht nur 20 Tonnen Kaffee aufgebracht werden, sondern zum Beispiel 40 Tonnen. Schwieriges Thema, mehr dazu in einem weiteren Video über die Terms of Trade. Nicht verwunderlich, dass Entwicklung nach dieser Theorie über eine Abkopplung der Länder aus dem Weltmarkt stattfinden soll, um eine eigenständige Wirtschaft aufzubauen. Eine sogenannte autozentrierte Entwicklung wird angestrebt. Kritik an beiden Entwicklungstheorien offenbart, dass wohl keine der beiden Theorien alleine genügt, um Unterentwicklung zu erklären.
Der Aufstieg von vor kurzem noch schwachen asiatischen Volkswirtschaften, zum Beispiel den sogenannten Tigerstaaten, lässt sich nur schwer mit den theoretischen Grundannahmen der Dependenztheorie in Einklang bringen. Zudem gibt es auch Länder, die früher unter dem Einfluss der Kolonialisierung standen, wie zum Beispiel Australien, die heute hochentwickelt sind. Die Kritik an der Modernisierungstheorie gilt vor allem dem Ansatz, über Kapitalfluss von den westlichen Industrieländern zu den Entwicklungsländern könne Entwicklung stattfinden. Anstatt dass geflossenes Kapital bis zu den Ärmsten durchsickert, ein Effekt, der als Trickle-Down-Effekt bezeichnet wird, kam es oftmals nur einer kleinen Oberschicht oder einzelnen Regionen zugute, vor allem dann, wenn die Regierungsführung von Korruption geprägt ist. Zum Schluss noch ein paar wenige Sätze zu dem ebenfalls exogenen Erklärungsansatz, der als Geodeterminismus bezeichnet wird. Geodeterministische Ansätze zufolge liegt Unterentwicklung eines Landes in seiner ungünstigen naturräumlichen Lage begründet. Auch wenn in zahlreichen Büchern steht, dass sich Wissenschaftler darüber einig sind, dass rein geodeterministische Ansätze ungeeignet sind, um Unterentwicklung zu erklären, ganz außen vor kann dieser Ansatz nicht gelassen werden. Nicht umsonst wird im Erwartungshorizont in einer Klausur zu Entwicklungsländern immer die Binnenlage eines Staates als nachteilig aufgeführt. Weil eine Binnenlage, wenn ein Staat keine Anbindung an das Meer hat, den Export erschwert und Transportkosten automatisch höher sind. Auch der Begriff Landlocked Developing Country beschreibt die Binnenlage für ein Entwicklungsland. Darüber hinaus zählen ungünstige klimatische Verhältnisse, geringe Bodenqualitäten, ungünstiges Relief wie zum Beispiel Höhenlagen oder Hanglagen, der Mangel an Bodenschätzen und anderen Rohstoffen zu den ungünstigen naturräumlichen Gegebenheiten. Und auch diese werden von euch nicht ohne Grund in Aufgabe 1 in einer Klausur zu Entwicklungsländern verlangt, wenn es sehr häufig heißt, die naturräumlichen Gegebenheiten zu kennzeichnen.